Heute schauen wir uns an, wie man den Mittelpunkt einer Strecke mit Hilfe von Koordinaten berechnen kann. Hier habe ich folgendes Beispiel gewählt, und zwar geht es jetzt hier einfach mal um zwei Häuser in einer Winterlandschaft, zwischen denen genau in der Mitte ein Schneemann gebaut werden soll. Und ich bin zunächst einfach mal hingegangen und habe vom Punkt A und vom Punkt B aus die Mitte mit dem Geodreieck erstmal ermittelt. Und wenn man dann im Koordinatensystem die Punkte abliest, die x- und die y-Koordinate, dann kommt man auf 5,75 für die x-Koordinate und 4,75 für die y-Koordinate. Wir wollen das Ganze jetzt aber aus den beiden gegebenen Punkten A und B berechnen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese Werte aus den x-Koordinaten von A und B und aus den y-Koordinaten der Punkte A und B herbekommen. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann fällt auf, dass man, indem man die beiden x-Koordinaten von A und B, also 1,5 und 10 zusammenzählt und durch 2 teilt und das gleiche mit den x-Koordinaten macht, also 2,5 plus 7 geteilt durch 2, dass man dann genau den Mittelpunkt der Strecke erhält. Das Ganze stellen wir jetzt noch allgemein als Merksatz auf. Und zwar für den Mittelpunkt MXY einer Strecke AB mit den Koordinaten XA und YA für den Punkt A und den Koordinaten XB und YB für den Punkt B gilt insgesamt, dass man den X-Wert des Mittelpunktes ausrechnet, indem man die X-Koordinate des Punktes A mit der X-Koordinate des Punktes B addiert und durch 2 teilt. Das gleiche macht man analog mit den Y-Koordinaten der Punkte A und B.